Das ist, was diesen Prozess so unheimlich macht. Und du hast Inspektor Goodman erzählt, was du gesehen hast? Ja, aber damals konnte ich einfach nicht darüber reden. Deshalb hatte ich das Bild gemalt. Gemalt? Ein Bild? Ja, ich glaube, sie hat es schon mal erwähnt. Nun, Herr Freud, haben Sie genug gehört? Fragen zum Bild stellen. Das Bild, das die Zeugin malte, hat meiner Meinung nach eine sehr große Bedeutung. Aber auf der Beweis, das sie vor 2 Jahren erhielt, war kein Bild angegeben. Zeugin, dürfen wir dieser Erklärung deine Aussage hinzufügen? Ja, euer Ehren. Ist doch interessant. Ja, grün. Du hast ein Bild von der Szene gemalt, die du beobachtet hast. Ist das richtig? Ja, ich wollte alles tun, um die Ermittlungen zu unterstützen. Ich sehe es heute noch, immer wenn ich meine Augen schließe. Okay, hier hast du ein paar Filzstifte und ein Blatt Papier. Mach weiter. Das ist komisch. Ich habe den Fall nach dem Tod von Staatsanwalt Marshall übernommen. Aber ich habe bis heute kein Bild erhalten. Irrt sich die Zeugin vielleicht? Aber ich habe es gemalt, ich schwöre es, ich habe es nicht geträumt. Das Bild, das Emma malte, machte mich nachdenklich. Ich denke, ich soll die Beweise nochmal überprüfen. Nun gut, machen wir weiter. Diese Szene hat ein Bild in deinem Kopf hinterlassen. Kannst du es uns bitte beschreiben? Der Mann? Soweit kennen wir es ja. Mal gucken. Die Beweise nochmal untersuchen irgendwie. Oh, das Bild! Ach! Auf die Rückseite der Beweisliste wurde ein Bild mit magischen Markern gemalt. Aha. Was daran magisch sieht, einfach nur wie ein Filzstift. Ich habe ein sehr schlechtes Gefühl dabei. Interessant. Und wie hilft uns das? Ich habe die Szene mal einmal gemalt, aber sie ist anscheinend verloren gegangen. Nee, wir haben sie. Ja. Wehe, das ist wieder falsch, dann. Yay! Ja. Herr Edgeworth. Dieses kleine Mädchen malte das Bild aus vollem Herzen. Und Sie wollen noch immer seine Existenz leugnen? Hä? Hey, ich bin hier nicht der Bösewicht. Ich sagte nur, dass mir als Staatsanwalt des Falls kein solches Bild gegeben wurde. Sicher? Das mag wohl sein. Aber das heißt noch lange nicht, dass es nicht existiert. Sehen Sie? Ist das die Beweisliste des Falls SL9? Bitte drehen Sie das Blatt um, euer Ehren. Es umdrehen? Es umdrehen? Wie geht das? Ah, was ist das denn? Ja, was ist das? Nee, das ist es, das ist mein Bild! Tatsächlich. Man sieht hier 2 Männer, die miteinander kämpfen. Was hat das zu bedeuten? Woher haben Sie diese Liste? Ich? Nur der zuständige Staatsanwalt soll Zugang zu dieser Liste haben. Hä? Diese Listen, sie unterscheiden sich voneinander. Was? Es sieht so aus, Edgeworth, als ob die Liste, die sie vor 2 Jahren erhalten haben, unvollständig war. Aha. Diese 2 Listen ergeben zusammen eine. Ah. Hier kann man sehen, wo sie auseinandergerissen wurden. Sehen Sie, Herr Edgeworth, es ist doch offensichtlich, was passiert ist. Vor 2 Jahren bekamen sie nur die Hälfte der Beweise. Was? Was? Ruhe, Ruhe. Wer hätte gedacht, dass das Bild auf der Rückseite der Liste gemalt wurde? Es wurde Inspektor Goodman im Verhörraum bereit. Einen Moment. Wenn die Liste in 2 Teile zerrissen wurde, heißt das... Euer Ehren.
Göttin Gotha freut, ihre Augen treten so hervor. Wenn die Beweisliste in zwei Teile zerrissen wurde, dann ist der Rest des Bildes vielleicht auf der Rückseite von der Edgeworth-Liste. Ha. Ja, das ist durchaus möglich, Herr Edgeworth. Es ist möglich. Lassen Sie mich nachsehen. Ich habe noch die Zunge gewischen. Stimmt etwas oh nicht? Oh mein Gott. Musst du wirklich fragen? Tut mir leid, euer Ehren. Da ist etwas Gemaltes auf der Rückseite meiner Liste. Überraschend. Das ist das Ding. Der Patcher? Das ist das Ding. Das Ding, das im Beweisraum getanzt hat. Mhm. Offensichtlich hat es der Leiter Kriminalabteilung für seinen Entwurf benutzt. Wahrscheinlich hat er kein Schmierpapier mehr. Die Beweisliste wurde aktualisiert. Also war es doch der Badger, der Neil ermordet hat. Naja, nur damals existiert er noch gar nicht. Aber... Na gut, Zeugen. Könntest du bitte etwas über das Bild sagen, das du vor 2 Jahren gemalt hast? Oh ja, euer Ehren. Was ist nur mit Emma? Das Bild hat sie nachdenklich gestimmt. Neue Zeugenaussage. Juhu. Das ist das Bild, was ich vor 2 Jahren gemalt habe. Der Blitz war so grell, dass ich nur schämen darf. Danach muss ich ohnmächtig geworden sein. Dieses Bild zeigt genau, was ich in jedem Augenblick sah. Mhm. Aber ich habe eine andere Idee. Klingt vielleicht unwahrscheinlich, aber könnte es nicht auch die Vase gewesen sein? Zum Beispiel, wenn sie auf dem Boden gelegen hätte? Nein. Ich meine, diese komischen Winkel hier. Stimmt. Ja, man braucht sehr viel Fantasie, aber könnte sein. Fragt sich nur, warum es so weit über den beiden gehangen hat, aber. Seltsam. Aber na gut. Nur deshalb war es ihr möglich, uns zu zeigen, was sie sah. Und ich sehe hier keine Widersprüche. Es zeigt, wie Joe Dark versucht, Neil Marshall umzubringen. Die Verteidigung möge mit dem Kreuzfeuer beginnen. Mal gucken. Das Bild. Hast du dieses Bild direkt nach dem Vorfall gemalt? Ich glaube, ich malte es 2 oder 3 Tage später. Da stand ich so unter Schock, dass ich zu gar nichts fähig war. Während dieser Zeit wurde ein Team aus Inspektoren zusammengestellt. Inspektor Goodman war verantwortlich. Unter der Leitung von Damon Gunt und Lana Sky. 2 oder 3 Tage später. Die Erinnerung müsste immer noch frisch gewesen sein. Entschuldige bitte, Zeugin. Aber könntest du uns sagen, warum das Bild ganz in Schwarz gemalt ist? Sie hatte keine Buntstifte. Damals wusstest du nicht einmal, dass es Herr Marshall war, der dich befreite? Nein, ich konnte ihn nicht genau sehen. Der Blitz war so grell, ich wurde zu Boden gestoßen. Du wurdest zu Boden gestoßen? Dark hatte mich festgepackt, aber als ich Herr Marshall auf ihn stürzte, wurde ich weggestoßen. Ich drehte mich um und in dem Moment gab es den Blitz. Arme Emma, ich bin wirklich froh, dass sie nicht verletzt wurde. Was passierte nach dem Blitz? Sicher, dass du ohnmächtig warst. Du meinst, dass du den eigentlichen Mord nicht gesehen hast? Nein, es tut mir leid. Der Blitz erhellte die Dunkelheit nur für den Bruchteil einer Sekunde. Außerdem fiel die Zeugin aufgrund der traumatischen Situation in Ohnmacht.
Müssen Sie das Mädchen wirklich weiter quälen? Was? Hey, ich bin hier nicht der Bösewicht. Na, das hat er wohl schon gesagt. Jedenfalls dieses Bild. Entschuldige, dass ich frage, aber hast du wirklich genau das gemalt, was du sahst? Natürlich, das ist genau die Szene. Du wirst durch die Gespräche mit den Inspektoren nicht irgendwie beeinflusst worden? Unterstellen Sie uns etwa, Ihre Erinnerung manipuliert zu haben, Herr Freit? Nein, nein, natürlich nicht. Ihr seid ja nicht die NSA, also. Passe besser auf, oder er wird einen Weg finden, meinen Gehalt zu kürzen. Geht da gar nicht. Ich habe dieses Bild gemalt, bevor ich mit den Inspektoren redete. Deshalb glaube ich, könnte mich keine Geschichte beeinflussen. Herr Freit, stört Sie etwas an diesem Bild? Hä? Und ohne... Das ist seltsam. Sie behauptet, dass es genau die Szene ist, die in ihrer Erinnerung eingebrannt ist. Und trotzdem... Hier gibt es einen klaren Widerspruch. Ja. Hast du dieses Bild direkt nach dem Vorfall gemalt? Haben wir auch schon. Okay. Okay. So. Sollten wir wagen zu präsentieren? Na, was müssen wir machen, sonst geht's nicht weiter. Ja, den Autopsie. Ich kann sich in den Augenblick sah. Frage ist nur, wo? So grell, dass ich nur schämen sah, danach muss ich ohnmächtig geworden sein. Dieses Bild zeigt genau, was ich in jedem Augenblick sah. Das ist jetzt happig. Vielleicht die Beweisliste. Ah, 4 Versuche haben wir ja noch. Ich frage mich gerade, was die Vase in der Luft macht. Da ist hier noch nicht zerbrochen. Damit haben wir noch 3 Versuche. Genau, was ich in jedem Augenblick sah. Mal gucken. Was könnte daran seltsam sein? Außer, dass der komische Kopf da oben ist. Wenn es die Vase ist. Wie gesagt, der Blue Badger existierte vor 2 Jahren noch gar nicht. Gabshaw hat ihn ja erst vor kurzem gemacht. Ja. Aber wenn es die Vase ist, dann muss sie ihr ziemlich nahe sein, weil die so groß aussieht. Die sieht ja so groß aus wie der ganze Mann. Und sie muss im Flug begriffen sein, entweder zu ihr hin oder von ihr weg. Es ist einfach seltsam. Ja. Vor allem, weil der Fuß auch nicht aussieht wie so ein Wimpel. Ja. Oder das Deckel da oben drauf. Gab's da mal einen Deckel? Ja, man denkt, dass das hier vielleicht vorne ist und dass das in der kleine Standbein ist. Und das dann die 2 der 3 Henkel. Könnte schon die Vase sein, nur. Ich habe keinen Plan. Oder Nils Autopsiebericht, das kann auch sein. Den wollte ich ja präsentieren. Okay. Was hattest du denn präsentiert? Die Beweisliste. Ah. So.
Nee, ich meinte den Autopsiebericht, weil da steht drin, dass er im Rücken gestochen wurde. Hm. Ich überbringe nur ungern schlechte Nachrichten. Aber das Bild, das die Zeugin malte, enthält einen gewaltigen Widerspruch. Was? Aber ich erinnere mich, als sei es gestern gewesen. Es war heute früh. Herr Freud, vielleicht geht es schneller, wenn Sie uns diesen Widerspruch einfach zeigen. Welcher Teil dieses Bildes widerspricht dem Autopsiebericht? Scheiße. Hm. Mach auf die Brust. Nicht aufs Messer oder so? Ja, weil er in den Rücken gestochen wurde und nicht in die Brust. Okay, versuchen wir es mal. Und? Ich denke, es ist dieser Teil hier. Hm? Ich konnte nichts Seltsames entdecken. Das liegt daran, dass das Bild falsch ist. Hm, alright, wie können Sie nur? Was kann ich dafür, dass du so scheiße malst? Ein kleines Mädchen zum Weinen zu bringen, soll die Todesstrafe bedeuten. Wow. Ich denke, er meinte, ich soll die Schuld nicht auf andere schieben. Ja gut, die Vertagung hat ihre Lektion gelernt. Was? Ich sollte wohl besser in Autopsiebericht und das Bild nochmal genauer ansehen. Herr Freud, vielleicht geht es schneller, wenn Sie uns diesen Widerspruch einfach zeigen. Wir haben nur noch zwei Versuche. Oh Mann. Dann mach ich das Messer. Mal gucken. Und? Der Widerspruch liegt natürlich hier. Sehen Sie sich doch das Messer an, das der Mann hält. Wenn Sie genau hinsehen, erkennen Sie, dass die Spitze abgebrochen ist. Sie müssen eigentlich nicht genau hinsehen, um das zu erkennen. Aber Herr Ryan, sehen Sie sich die Beweise an. Sehen Sie die Mordwaffe? Deren Spitze ist auch abgebrochen. Wenn ich mich recht entsinne, wurde die abgebrochene Spitze in der Leiche des Opfers gefunden. Es war der endgültige Beweis, dass Joe Dark der Mörder war. Es tut mir leid, Emma, aber so einfach ist das nicht.